Advent, Advent, die Hütte brennt. Und damit herzlich willkommen zu den Weekly Bulls vor dem Spiel beim FC und nach dem Torspektakel gegen Werder Bremen. War das ein geiles Spiel. Und weil es so schön war, könnt ihr euch die Highlights und die ganze Story dahinter hier auf unserem Kanal noch einmal anschauen. Apropos Advent, da war doch was. Genau, und zwar die zweite Runde in unserem Adventskracher. Bis Sonntag bekommt ihr nämlich 60% Rabatt auf VfL-Uhren. Aber lasst euch nicht zu viel Zeit, denn es gilt die Regel, nur solange der Vorrat reicht. In Sachen Wölfinnen hauen wir im Dezember nochmal richtig einen raus. Denn wir sagen, aller guten Dinge sind drei. Und deshalb zeigen wir euch gleich drei Partien unserer Wölfin im Dezember live hier bei Wölfe TV. Das erste Live-Spiel gibt es am Sonntag mit dem Pokalspiel gegen den MSV Duisburg. Anstoß ist um 14 Uhr, wir gehen um 13.50 Uhr live. Co-Kommentatorin im Übrigen Alexandra Popp. Weiter geht's dann am kommenden Mittwoch mit dem UEFA Women's Champions League Spiel bei Spartak Subotica. Und vollendet wird unser Live-Dezember dann mit dem Rückspiel am 16. Dezember um 18 Uhr. Außerdem gab es noch ein weiteres Highlight für eine Wölfin. Pia-Sophie Wolter feierte beim 3:1-Sieg der DFB-Frauen gegen Irland ihr Debüt in der Nationalmannschaft. Und wie sich das anfühlt, hat sie uns in einer kurzen Videobotschaft erzählt. Ja, es ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, jetzt sein erstes A-Länderspiel gemacht zu haben. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war natürlich auch sehr aufgeregt, als ich dann an der Seitenlinie stand und klar war, dass ich gleich mein Debüt feiern werde. Ich glaube, in dem Moment wird es einem noch nicht so bewusst, wie besonders es eigentlich ist. Aber jetzt, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, den Abend nochmal Revue passieren lässt und auch einfach sieht, wie viele Leute sich bei mir gemeldet haben, wie viele Freunde, Verwandte mir geschrieben haben und das auch miterlebt haben und am Fernseher auch gesehen haben. Ja, es ist einfach ein richtig schönes Gefühl und ja, es hat einfach Lust auf mehr gemacht und von daher werde ich weiter Gas geben, dass es eben nicht nur bei diesem Einländerspiel bleibt. Unsere Wölfe wollen auch in Köln die Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen. Mit dem FC wartet aber die Überraschung des vergangenen Spieltags, denn da konnten sie einen 2:1-Sieg beim BVB feiern. Aktuell belegt das Team von Markus Gisdol den 15. Tabellenplatz und der Sieg bei den Borussen war der erste in der laufenden Saison. In den letzten drei Spielen gegen die Geißböcke gab es zwei Siege und eine Niederlage. Und was genau die Kölner so stark macht, hat uns Riedle Baku unter der Woche erzählt. Köln haben ja letzte Woche ihren ersten Sieg eingefahren. Das haben wir natürlich auch registriert. Dennoch wollen wir natürlich auf Kurs bleiben. Wir haben jetzt dreimal hintereinander gewonnen. Wir wollen natürlich das Spiel siegreich gestalten. Und ich denke einfach, wenn wir so spielen wie in den letzten Spielen, dann werden wir auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel hinlegen gegen Köln. Und dann ist ja jetzt alles angerichtet für das kommende Wochenende. Aber einen haben wir noch. Denn die Weihnachtszeit ist natürlich auch die Zeit des Gebens. Und das hat sich einer besonders zu Herzen genommen, Holger Ballwanz.